Und diesen Punkt haben wir in Deutschland überschritten. Wir haben ein Ausmaß an Ungleichheit erreicht, ja, weil mit dieser ökonomischen Macht, mit dieser ökonomischen Macht, die sich dann in den Händen ganz weniger versammelt, da geht ja auch einfach eine ganz starke politische Macht einher, weil ja Geld auch Macht bedeutet und Einfluss, weil man damit ganz viele Sachen machen kann. Und das ist, ich habe gar keine Missgunst, ich bin gar nicht sauer auf diese Person, aber ich sage, das ist nicht gut für eine Gesellschaft, wenn man auf der einen Seite 22% arme Kinder hat und auf der anderen Seite 226 Multimilliardäre, ja, die so bitte, viel Geld haben, dass es für alle genau, Generationen genau, reicht. Und beides, nein, ja, beides das steht das in einem Zusammenhang. Ist schwierig, beides steht in einem Zusammenhang. Okay. Der Reichtum auf der einen Seite und die Armut auf der anderen Seite, das kann man nicht voneinander trennen. Also die allgemeine These, die man ja auf den ersten Blick vielleicht verstehen kann. Wir schwächen die Starken, um die Schwachen zu stärken. Diese These, die funktioniert leider in der Realität nicht. Und deswegen ist alles, was ihr diskutiert, an dieser massiven Umverteilung. Das ist in dieser Form schon mal in Frankreich ausprobiert worden von den Sozialisten mit Hollande. Und hat dieses Land und diese Wirtschaft, diese Industrie komplett an die Wand gefahren. Und zwar nicht zugunsten der Schwachen.